Hallo, hier ist das Team vom Supportnet und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr mit Apps umgehen könnt. Als erstes fangen wir mit der Übersicht Metro Startmenü an. Und zwar kann es ja sein, dass ihr die ganzen Metro-Apps gerne hier gruppieren wollt, ein bisschen schicker anordnen möchtet und den ganzen noch Namen verpassen wollt. So, wir machen mal ein Beispiel. Wir sehen hier immer mehrere Blocks und das sind auch jeweils immer gleich Kategorien. Wir fügen jetzt praktisch eine komplette Kategorie neu hinzu für Camtasia. So, und jetzt sehen wir, jetzt haben wir praktisch einen Block, den zweiten Block und den dritten Block. Das sind alles drei Kategorien. Also wir haben das einfach mit der linken Maustaste verschoben. Und jetzt gehen wir auf die allgemeine Übersicht, also es ein bisschen verkleinern. Und wenn wir jetzt mit der Maus hier rüberfahren, sehen wir, dass wir diese drei Blocks hier haben. Gut, jetzt sagen wir Folgendes, wir machen hier einfach einen Rechtsklick drauf und sagen Gruppe benennen. Und hier geben wir einfach mal Cam oder Camtasia ein. Gut, dann Enter. Und jetzt sehen wir, hier oben wird schon rüber geschrieben. Wir klicken wieder mit der linken Maustaste irgendwo rein. Und schon sehen wir, dass hier oben Camtasia drin steht. Noch hat es keinen großen Vorteil. Wahrscheinlich wird das dann erst mit der endgültigen Version noch irgendwas bringen. Aber hiermit könnt ihr das schön sortieren. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt 50 bis 100 Apps drauf. Könnt ihr dann sagen, Camtasia, Büro, Multimedia, Internetseiten und so weiter. Dann habt alles über eine Ansicht gleich. Gut, was könnt ihr noch machen, um besser mit den Apps umzugehen? Ihr kennt sicherlich die alten Scroll-Varianten, sage ich jetzt mal, zu Windows 7, indem ihr die Alt-Taste und die Tabulator-Taste gleichzeitig drückt. Und mit jedem Klick geht es einmal weiter. Also es ist genauso wie mit Windows 7, nur dass jetzt hier diese Ansicht einfach ein bisschen anders aussieht. Und so könnt ihr eure Apps dann auswählen. So, jetzt sind wir auf den Desktop, gehen wir wieder zurück. Das gleiche könnt ihr jetzt aber auch machen mit der Windows-Taste und die Tabulator-Taste. Wenn die jetzt durchklickt, habt ihr an der linken Seite, ihr seht einmal diesen Rahmen, der sich dann praktisch immer einmal um die jeweilige App rumfügt. So könnt ihr jetzt sagen, gut, ich möchte jetzt diese App geöffnet haben. Gut, also entweder Alt- und Tabulator-Taste oder Windows- und Tabulator-Taste. Ich finde allgemein Windows- und Tabulator-Taste ein bisschen angenehmer, ja, weil man einfach eine bessere Übersicht hat. Na gut, dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.